Es gibt ja durchaus Möglichkeiten für die Politik, hier für mehr Orientierung zu sorgen. Es gibt zum Beispiel in Großbritannien eine Steuer auf Limonaden. Ja, es gibt in Großbritannien auch eine Lebensmittelampel und das funktioniert. Und bei uns sagt Ernährungsministerin Julia Klöckner, nee, lieber nicht. Der Staat macht nicht den Geschmack und ich bin auch nicht die Geschmacksnanny der Region, der Nation. Also wie Deutschland schmeckt, schreibt die Politik nicht vor. Sie ist nicht die Geschmacksnanny, nee, sie ist die Zuckernanny, die immer Kekse und Cola zu Hause hat. Ne? Klöckner will nicht vorgeben, wie Deutschland schmeckt. Bildungsferne und arme Menschen ernähren sich schlechter und müssen früher sterben. Ich würde sagen, in der Hinsicht schmeckt Deutschland sehr bitter. Julia Klöckner setzt lieber auf Freiwilligkeit. Die Unternehmen sollen ihre Produkte auf freiwilliger Basis verbessern. Bitte, bitte, bitte. Super. Freiwilligkeit. Damit hat man mit der Frauenquote und mit den Dieselabgasen hat man auch schon Bombenerfolge erzielt. Mit Freiwilligkeit. Das Freiwilligkeitsprinzip. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie die Nahrungsmittelindustrie ihre Interessen durchsetzt, zum Beispiel die Milchwirtschaft. Die Milchwirtschaft kassiert ja Steuergelder dafür, dass sie an Schulen in Nordrhein-Westfalen nicht nur ihre Milch, sondern auch ihren gesüßten Kakao verkauft. Mit entsprechenden Folgen für die Kinder. Haben Sie die Wahl, so entscheidet sich die Mehrheit für den stark zuckerhaltigen Kakaotrunk. Und das sogar mit staatlicher Förderung. Ja, es gibt eine Studie der Milchwirtschaft, aus der hervorgeht, dass ein Frühstück mit Kakao für die Zähne besser ist als ein Frühstück mit Wasser. Seitdem putze ich mir die Zähne nur noch mit Kakao. Und wohlgemerkt. Der Auftraggeber dieser Studie verdient sein Geld mit dem Verkauf von Kakao. Ich warte ja noch auf die Rothändel-Studie, die beweist, dass Zigaretten gegen Prüfungsangst helfen. Und die Regierung sagt, ja, habt ihr recht, wir sponsern euch den Zigarettenautomaten auf dem Schulhof. Es ist natürlich auch für gebildete und informierte Menschen nicht einfach immer durchzublicken. Es gibt gute Fette, es gibt schlechte Fette. Ja, dann ändert sich das, dann heißt es mal auch, trink Orangensaft, da ist so viel Vitamin C drin. Dann heißt es plötzlich, nein, viel mehr Vitamin C ist in Brokkoli. Seitdem presse ich mir jeden Morgen ein Kilo Brokkoli aus und trink das mit Kakao. Ja? Nicht mit Rotwein, das habe ich früher gemacht, weil es hieß, Rotwein hieß es ja mal, würde gut sein gegen Herzinfarkt. Rotwein verhindert Herzinfarkt, das stimmt aber gar nicht. Mit einem Rotwein denkt man nur nicht so oft an Herzinfarkt. Oder früher sagte man, Cola und Salzstangen wären gut gegen Durchfall. Inzwischen heißt es, nein, der Zucker in der Cola, das ist gar nicht, das ist ja kontraproduktiv, fördert sogar den Durchfall. Und Salzstangen helfen auch nicht, also es sei denn, man führt sie sich ein. Aber sonst helfen sie nicht gegen Durchfall.